So, meine Lieben, heute wieder eine Fragenfeuer-Folge, die wir uns ja eiskalt abgeschaut haben beim guten Pascal Fey. Cooles Format. Ja, und der Alex, der hat mir hier Fragen vorbereitet, die ich so bekommen habe über die verschiedensten Kanäle, Social, LinkedIn per E-Mail, Fragen von unseren Kunden, von Interessenten etc. Und er hat sogar auch noch ein paar Fragen von ChatGPT mitgebracht. Ich greife jetzt hier einfach rein, ich habe keine Ahnung, was kommt. Und dann werde ich versuchen, diese Fragen spontan für euch zu beantworten. So, Thorsten hat auf LinkedIn geschrieben. Er schreibt, du befolgst deinen eigenen Leitfaden mit der Schuhverkäufernachricht. Ja, das ist ja ganz lustig. Die Schuhverkäufernachricht, das ist die Nachricht, die man an Leads senden kann, die man gerade generiert hat, um mit ihnen dann schon auf LinkedIn auf eine super coole, locker, flockige, herzliche Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Und daraus auch schon gute Verkaufsgelegenheiten herstellen zu können. Ne? Weil man muss ja nicht immer nur unbedingt warten, bis Leads dann irgendwann von einer grünen Banane zu einer reifen Banane geworden sind durch all die anderen Content-Formate, die man natürlich auch hinzuschalten sollte, E-Mail-Marketing, Remarketing, Webinare etc. Sondern man kann natürlich auch einfach mit den Leuten schon mal direkt auf LinkedIn durch eine Kontaktanfrage nach der Schuhverkäufermethodik ins Gespräch kommen und dann schon mal direkt ein Gespräch vereinbaren, einfach mal quatschen, gucken, ob und wie man vielleicht schon helfen kann. Das ist eine Methodik, die wir auch selbst machen, die wir auch mit unseren Kunden machen und die sehr, sehr, sehr früh nach der Lead-Generierung auch schon direkt zu guten Verkaufsgelegenheiten führen kann. So, dann nehmen wir mal hier das nächste Zettelchen. Was sind die häufigsten Fehler bei LinkedIn-Ads und wie kann ich sie vermeiden? Ja, die häufigsten Fehler bei LinkedIn-Ads sind eigentlich zwei Dinge. Erstens der Inhalt und zweitens das technische Targeting. Der Inhalt muss relevant, nützlich, hilfreich, exzellent für eure Zielgruppe, für eure Zielkunden sein. Ja? Ihr wisst es selber, kein Mensch hat Lust, Werbung sich anzugucken, sondern immer dann, wenn uns Inhalte, die natürlich über Werbung ausgespielt werden können, kein Problem, uns ein Stück näher zur Lösung eines für uns wichtigen Problems oder zum Erreichen eines für uns wichtigen Ziels bringen, dann sind wir offen dafür. Dann zeigen wir Resonanz. Ja? Relevanz erzeugt Resonanz. Und dementsprechend, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr werdet mal, wenn ihr durch euren eigenen LinkedIn-Feed scrollt, euch die Werbung anguckt, werdet ihr sehen, wie viele Sachen da drin sind, die eigentlich null Mehrwert für euch enthalten. Und das ist der größte Fehler, ja? Nützlichen, hilfreichen, wertvollen Content, Nummer eins. Das ist die absolute Grundlage. Und dann das technische Targeting sorgt dann dafür, dass jeden Tag Hunderte, Tausende, manchmal sogar zigtausende Personen aus eurer exakten Zielgruppe diesen Content dann natürlich auch in ihrem Feed sehen. Und dass nicht einfach irgendwelche Menschen euren Content sehen, für die das Ganze gar nicht relevant ist. Ja? Da muss man dann bestimmte Methodiken, Techniken, ein paar Kniffe anwenden, was das technische Targeting angeht, weil ihr wollt ja die exakte Zielgruppe erreichen zum möglichst günstigen Preis. Ja? Und dementsprechend das technische Targeting, das machen super viele verkehrt. Das ist zweitgrößte Fehler. So, Smartphone kabellos 99S auf YouTube. Ich glaube, das ist ja jetzt der Name von der Person. Wie oft das Longtail-Suchwort monatlich gesucht wird, weiß man ja trotzdem nicht, ob es sich lohnt. Witzig ist jedenfalls, wenn ein Longtail mehr Suchvolumen hat als ein Shorttail. Aha, das war ein Kommentar unter dem Video, schnell bei Google oben ranken. Ja, in diesem Video, verlinken wir euch auch mal hier um diese Folge, da ging es eben darum, wie man schnell bei Google oben rankt und vor allen Dingen, das dann auch mit entweder mit unserer Fachartikelstrategie über SEO dann erreichen kann oder über unsere Brand Search Ads Strategie. Und eigentlich in beiden Fällen ist es so, dass man Search Terms bespielt, entweder über SEO oder SEA, die im Longtail zu finden sind. Ne? Also die Personen, die aus eurer exakten Zielgruppe sind und zum Beispiel schon nach euch als Brand, als Unternehmen suchen, die müssen direkt bei euch landen. Oder solche, die eben nach einem Thema suchen, wofür ihr steht, wobei ihr helfen könnt, im Longtail, weil wir sind hier alle im tiefsten B2B unterwegs, da sind das keine Massen-Traffic-Keywords, das ist
einerseits der Vorteil für uns, weil wir dann leicht oben ranken können. Andererseits natürlich ist der Traffic halt nicht immens. Was okay, solange 1, 2, 3 der richtigen Personen jeden Tag zu uns finden auf unserer Webseite, perfekt. Ob es sich am Ende lohnt, das siehst du dann natürlich, wenn daraus dann auch High-Intent-Anfragen entstehen, gute Kundenbeziehungen entstehen, ihr wirklich gut helfen könnt und eure Kunden dann happy mit euch sind. Gut, ich würde sagen, einen machen wir noch, oder? Wir haben ja noch ein paar Zettelchen drin. Machen wir demnächst nochmal eine andere Folge dazu. Aber einen letzten können wir ja noch machen hier. Nehmen wir mal den hier. Welche Methoden kann ich anwenden, um mein LinkedIn-Netzwerk zu erweitern und potenzielle Kunden zu erreichen? Also, LinkedIn-Netzwerk erweitern, da gibt es eine sehr schöne 5-Schritte-Methodik, die wir da immer anwenden mit unseren Kunden. Da haben wir auch mal eine Folge hier im Kanal zu gemacht, verlinken wir hier rund um diese Folge. Grundsätzlich ist es so, dass du erstmal anfängst, täglich ungefähr so 10, 20 Personen der richtigen Zielgruppe, denen du gut helfen kannst, hinzuzufügen. Ja, also wirklich eine Kontaktanfrage zu senden mit einer netten Nachricht dazu, aber nicht salesy und auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und auch nicht direkt den Heiratsantrag machen, um das Netzwerk auszubauen. Das reicht natürlich erstmal noch nicht. Im nächsten Schritt fängst du an, mit deren Content im Feed zu interagieren, nützlichen Content in Form von Kommentaren und so weiter hinzuzugeben, einfach zu zeigen, dass du dich mit dem Thema auskennst, dass du Wert stiften kannst, ne? Serve first. Und im nächsten Schritt fängst du dann an, selbst Content zu veröffentlichen zu deinem Fachthema, immer mit einer persönlichen Note mit dabei. Aber keine Sorge, man muss nicht hier diese ganzen Tränen-Selfie-Emo-Postings oder sowas machen, sondern man kann exzellente Fachinhalte verbinden mit einer Prise persönlichem Storytelling. Da gibt es sehr coole Vorlagen und Schablonen. Und dann werden die Leute nämlich aus der Reziprozität heraus auch anfangen, bei dir zu interagieren. Und das ist der Moment, wo man dann auch mal persönlichen Kontakt aufnehmen kann. Direktnachrichten, das auch wieder zum Beispiel nach der Schuhverkäufermethodik kombiniert mit dem 5-Messaging-Framework. Da haben wir auch mal eine Folge hier im Kanal zu gemacht. Verlinken wir hier rund um diese Folge. Und so baut man sein Netzwerk auf und erreicht potenzielle Kunden auf dem organischen Weg. Ja, das ist jetzt rein organisch. Natürlich kann man das organische LinkedIn-Game auch wunderbar dann noch boosten mit bezahlten Werbeanzeigen, LinkedIn-Ads, nach bestimmten Methodiken, entweder die Thought-Leader-Strategie oder eben, wenn es aufs Unternehmen geht, dann machen wir die Performance-Content-Strategie. Das wird dann sozusagen das Thema einer weiteren Folge in der Zukunft. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant und hilfreich für euch. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen da. Ne, drückt auf Abonnieren, weil das heizt dann den Algo auch immer ein bisschen an. Ihr wisst ja, ne, die Likes und die Abos, das ist das Brot des YouTube-Creators. Und ansonsten, wir haben jetzt hier einige richtig coole Themen in der Pipeline, in unserem Contentplan drin. Ihr kriegt dann automatisch Bescheid, wenn ihr auf Abo geklickt habt. Und dementsprechend, bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, meldet euch gern bei mir über LinkedIn und schauen wir mal, ob und wie ich euch vielleicht dabei helfen kann, für euch sowas auf die Straße zu bringen. Hinterlasst gerne mal als Kommentar deine Gedanken zu den Fragen, die wir jetzt hier durchgegangen sind, vielleicht ein paar Erfahrungen, die du selbst gemacht hast oder Fragen, die du dazu jetzt hattest. Dann kann ich sie dir beantworten, drunter kommentieren und das hilft dir dann hoffentlich noch mehr. Bis dahin, dein Michael Assauer.